Herzlich willkommen in Roussillon. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Citroën Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut. Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Wenn ich schon mal hier bin in der Provence, dann will ich natürlich auch alle schönsten Dörfer sehen. Und darum fahre ich von Gordes direkt nach Roussillon, dem ockerfarbenen Dorf. Ja, ich bin da. Herzlich willkommen in Roussillon. Es ist die Stadt mit den ockerfarbenen Felsen. Roussillon ist eine südfranzösische Gemeinde im Departement Vaucluse. Die Gemeinde gehört zum regionalen Naturpark Luberon. Die Ockerfelsen kann man direkt von der Ortsmitte aus sehen. Das hier ist der Aufgang zur Stadt. Die Kleinstadt hat 1290 Einwohner und liegt am Fuße des Luberon-Massivs und wurde als schönstes Dorf in Frankreich klassifiziert. Ich fand das Dorf unheimlich hübsch und außergewöhnlich. Die Häuser sind in unterschiedlichen Rot- und Gelbtönen gestrichen. Wie viele Dörfer in der Gegend wurde Roussillon auf einem Bergrücken erbaut. Die Gassen sind eng und verwinkelt. Eine Kugel Eis kostet hier fast überall 3 Euro. Und schade, es ist 19 Uhr, jetzt machen die meisten Läden hier schon zu. Der Ort scheint nicht ganz so touristisch zu sein wie die anderen, die ich heute schon besucht habe, aber wirklich trotzdem schön. Direkt neben dem Ort startet ein ausgeschilderter Pfad, der durch die farbenfrohen Ockerbrüche führt. Wisst ihr, was ich krass finde? Einer von diesen Olivenbäumen kostet tatsächlich 32 Euro. Da gehe ich nachher in die Gärtnerei da unten und hole mir einen und einen Topf dazu. Beim letzten Mal habe ich mir einen mitgebracht aus Frankreich für 9 Euro. Da hingen aber schon Oliven dran. Der war viermal so hoch. Bei deinem Besuch hier findest du zahlreiche Restaurants, eine Kirche und eine atemberaubende Aussicht, wenn man auf dem höchsten Punkt des Dorfes steht. Ziemlich weit oben im Zentrum des Ortes steht die Kirche St. Michel, die aus dem 11. Jahrhundert stammt. Wenn du um die Kirche herumgehst, kommst du zum höchsten Aussichtspunkt, der einen atemberaubenden Rundblick über das gesamte Tal zum Mont Venton bietet. Es gibt noch viel mehr zu entdecken in diesem schönen Dorf. Biegst du um die Ecke, findest du immer wieder neue tolle Ecken mit kleinen Ateliers, einladenden Geschäften und besonders einfallsreiche Dekoration. Es sind vor allem die kleinen Details, die den Charme des Ortes ausmachen. Bemalte Garagentore, Töpfe mit Pflanzen, Gestecke an den Fenstern und Fensterläden. Das alles sorgt für einen ganz besonderen Flair. Und hat euch das Video gefallen von dieser schönsten französischen Stadt? Dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wollt ihr weitere Videos sehen? Kanal abonnieren!